Morgen, Mama. Guten Morgen, Papa. Mama? Papa? Wer ist dieser Kerl? Ich hab wirklich keine Ahnung, Schatz. Weißt du es, Sisu? Du siehst ihn also auch, Bunny? Ich dachte, ich sehe ihn als Einziger. Ich bin ein Großvater! Opa! Macht ihr das jetzt etwa jeden Morgen? Nichts anmerken lassen. Er ist vielleicht gefährlich. Aha. Hey, Schwesti, was hast du so vor? Also, gerade versuche ich, imaginäre Werbung für deine imaginäre Fernsehshow zu buchen. Und, läuft es gut? Die sagen, ihre Fantasieleute melden sich bei meinen Fantasieleuten. Also, jedenfalls... Wie sagt noch der Franzose? Bohnenapfelsieb. Fertig. Mist, ich komme heute schon wieder pünktlich zur Arbeit. Oh, das tut mir leid, Schatz. Hey, und was ist mit meinem Frühstück? Dann muss ich wohl mein eigenes Stück frühen. Oh. Ich glaube, die Milch war nicht mehr gut. Essen. Essen. Was hast du in meinem Zimmer zu suchen? Was? Ich suche Nahrung. Ich bin am Verhungern. Nahrung? Na, ihr Kinder habt es leicht heutzutage. Zu meiner Zeit waren wir die Nahrung. Welche Geschmacksrichtung? Gusch, Nudel, Birne. Nudeln. Das war vor langer Zeit in der patrolithischen Phase der frühen Höhlenseesterne. Automobile waren noch nicht erfunden. Man konnte also zu keinem Supermarkt fahren. Wir hatten es deshalb auf Dinge in der Wildnis abgesehen. Und die Dinosaurier hatten es wiederum auf uns abgesehen. Es war reine Glückssache, wer schließlich wen fraß. Ich denke, das Schlimmste ist vorbei. Und so waren die Höhlenseesterne schon immer die Nahrung der Dinosaurier. Das ist der Grund, warum es auch heute noch Dinosaurier gibt. Da fällt mir wieder ein, ich habe Hunger. Ich weiß schon, ich mache einfach eine Kochsendung in meiner Show. Und ich mache mir selbst etwas zu essen. Hopp, hopp, juhu. Willkommen zurück in der Show. Jetzt bereiten wir uns einen leckeren Auflauf zu. Mal sehen, wir haben Socken, dreckige Turnschuhe, getrocknete Blätter, ein paar alte Taschenbücher und benutzte Servietten. Nun ja, koche mit dem, was du da hast. Jetzt für eine Sekunde bei 1000 Grad backen. Schon fertig. Boiler. Fehlt nur noch der Abspann. Die Handlung, Figuren und Namen in dieser Show sind verdächtig, besonders meiner. Die Mitwirkenden in der Show haben nichts Wertvolles erhalten, schon gar nicht ich. Niemand kam bei der Show zu Schaden, außer mir. Autsch, danke fürs Zuschauen. Hier kommt es schon. Das ist ein Müllauflauf. Das Rezept habe ich heute in einer Kochshow gesehen. Glaube ich. Meiner war wohl zu lange drin. Bohnenapfelsieb. Sehr lecker, Mama.